Hallo Freunde und willkommen zurück hier zu Pokémon Weiße Edition. Und ich habe mir einen Spitznamen überlegt und ich hoffe, der passt rein. Ich muss nur finden. Es ist, Ja. Ah, sieht doch schon mal gut aus. Captain Iglo, er kommt von weitem übers Meer und bringt uns unseren Seelax her. Verstehe, verstehe. Bist du mit Captain Iglo als Spitznamen zufrieden? Yo, Captain Iglo soll es heißen? Das ist wirklich ein sehr schöner Name. Es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass ich euch die Pokémon gegeben habe. Es hat mit dem Pokédex zu tun, oder? Pokédex? Goldrichtig, Shirin. Du hast schon viel über Pokémon gelernt. Trotzdem werde ich euch noch einmal erklären. Nun zum Pokédex. Es ist ein hochmodernes Gerät, das alle Pokémon, denen ihr begegnet, automatisch erfasst. Daher möchte ich euch bitten, die gesamte Einalregion zu durchforsten und sämtliche hier heimischen Pokémon aufzuspüren. So, das wäre erst einmal alles zum Pokédex. Jochen, Shirin und Bell, seid ihr bereit, euer großes Abenteuer anzugehen und dabei den Pokédex zu vervollständigen? Yo. Ja, ich meine natürlich, jawohl! Vielen Dank, Professor Esche. Dank Ihnen hat sich mein größter Wunsch, Pokémon-Trainer zu werden, erfüllt. Vielen Dank euch dreien. Das war die Antwort, die ich hören wollte. Oh yeah, unser eigener Pokédex. Jochen erhält den Pokédex. Nun zum nächsten Schritt. Ich werde jetzt euch erklären, wie und wo ihr Pokémon ausfindig machen könnt. Folgt mir bitte dazu zur Route 1. Wenn Professor Esche uns schon darum bittet, kann es doch eigentlich gar nicht falsch sein, wenn wir uns zusammen ins Abenteuer stürzen, oder? Es ist doch nichts verkehrt daran, sich auf die Suche nach dem zu machen, womit man sein Leben verbringen will, oder? Ganz genau. Wir können nach Belieben reisen, solange wir den Pokédex vervollständigen. Oh yeah. Hey, Jochen, warte auf mich! Da seid ihr ja. Und, was hat Professor Esche gesagt? Sie hat euch also gebeten, den Pokédex zu vervollständigen? Das ist ja großartig. Nun ja, also ehrlich gesagt habe ich das schon vorher gewusst. In diesem Sinne, nehmt bitte diese Karte mit. Oh yeah. Jochen hält Karte und verstaut sie in der Basis-Item-Tasche. Hier, bitteschön, Shirin. Ich werde sorgfältig damit umgehen. Hier, auch für dich, Belle. Vielen herzlichen Dank, ja, also, dankeschön. Das Zimmer von Jochen werde ich schon aufräumen. Macht euch bitte keine Gedanken drum. Okay, Jochen? Yo. Pokémon sind wirklich faszinierende Geschöpfe. Erstaunlich, wie die kleinen Kerlchen schon solch ein Chaos veranstalten können. Das sieht man wirklich nicht an. Wenn man also mit solchen Pokémon unterwegs ist, hat man gar nichts zu befürchten. Keine Sorge, ich werde euren Eltern die besten Grüße von euch ausrichten. Ihr werdet nicht nur Pokémon, sondern auch viele großartige Orte der Einalregion entdecken und so zu reifen Persönlichkeiten heranwachsen. Also dann, gute Reise. Ein Blick auf die Karte verrät dir im Nu, wo du dich gerade befindest. Eine tolle Sache, nicht wahr? Dann begeben wir uns mal auf Route 1, denn Professor Esche erwartet uns bereits. Augenblick! Ich komme mit! Los, Jochen, wir sollten uns sputen! Ja, ja, hetz doch mal nicht. Wir gucken uns mal erstmal noch in dem Labor um. Dazu kamen wir ja noch nicht, ne? Okay, ja, ist spaßig. Links auf dem Foto ist Professor Esche. Aber wer der Mann mit dem breiten Grinsen neben ihr ist, das ist keine Ahnung. Grundlagen für Abenteurer Teil 1, X-Knopf drücken, um das Menü zu öffnen. Teil 2, speichern, speichert den Spielstand. Ach so, hier sind allerlei Gegenstände wohlgeordnet untergebracht. Toll, das ist sinnloses Zeug. Hier gibt es jede Menge Bücher über Pokémon und hier gibt es jede Menge Unterlagen und Forschungsberichte über Pokémon. Das hat ja auch was. Da haben wir noch ein Bild, aber das braucht uns anscheinend nicht zu interessieren. Okay, dann wollen wir halt doch mal gehen. Lalala. Jochen, hier entlang! Belle möchte das mit rein den ersten Schritt unserer Reise gemeinsam tun. Also Jochen, lass uns alle drei zugleich Route 1 betreten. Also, los geht's. 1, 2 und los! Meine Güte, ich bin vielleicht aufgeregt, kann ich dir sagen. Ja, so geht's mir auch, aber lasst uns gehen, Professor Esche wartet. Tut mir leid, dass Sie so lange auf uns warten müssen, Professor Esche. So, jetzt werde ich euch einmal ein paar Dinge erklären. Wenn ihr ein Pokémon trefft, wird es automatisch in euren Pokédex eingetragen. Gelingt es euch danach, das Pokémon mit einem Pokéball zu fangen, wird sein Eintrag im Pokédex um einige zusätzliche Informationen und Details erweitert. So, nun werde ich euch zeigen, wie man Pokémon fängt.
Ein wildes Nagelutz. Oh, ein Picochilla. Ah ja, Kampf, Pfund, aha. Na, aha, oh, alles klar, Picochilla setzt Pfund ein. Das war eine Kontaktion. Und damit muss es mit einem Silberblick rechnen. Tja, die Verteidigung sinkt. Hat man die KP des gegnerischen Pokémon vermindert, muss man einen Pokéball werfen. Und sie greift zum Pokéball. Denn damit kann man wilde Pokémon fangen. Nagelotz ist ihm schon chancenlos ausgeliefert. Schaut mal auf die Uhrzeit. Es ist 13.32 Uhr. Klasse, Nagelotz wurde gefangen. Juhu! Habt ihr genau zugesehen? Ich erkläre es euch nochmal Schritt für Schritt. Zunächst muss das Pokémon geschwächt werden, denn muntere und kräftige Pokémon sind nur schwer zu fangen. Nach Möglichkeit sollten eure Pokémon den Gegner mittels einer Statusveränderung wie Paralyse oder Schlaf schwächen. Das war's. Zum Schluss schenke ich euch noch diese Pokébälle. Jochen erhält Pokéball. Mit diesen Pokébällen könnt ihr Pokémon einfangen und dann die so gefangenen Pokémon mit euch herumtragen. So, das wäre dann alles. Ich mache mich dann mal auf den Weg und erwarte euch in Javina. Tüdelü! Wilde Pokémon tauchen übrigens nur im hohen Gras auf. Also, dann werde ich mich auch mal auf den Weg machen, nach Javina. Ja, ich ebenfalls. Schon, um neue Pokébälle zu kaufen, sollten wir in die nächste Stadt gehen. Ein Moment mal, Jochen und Shireen, hört mal kurz her. Ich habe da nämlich eine tolle Idee. Jetzt lass uns hier keine Wurzeln schlagen. Professor Esche wartet sicher schon auf uns. Menschenskind, wollt ihr mir denn gar nicht zuhören? Wir können doch wetten, wer von uns die meisten Pokémon fängt, oder? Es gewinnt dann von uns dreien, wer einschließlich der Pokémon, die wir von Professor Esche erhalten haben, letztlich die meisten Pokémon vorweisen kann. Das ist ja eine tolle Idee. Die wird sicher richtig spannend. Und wenn wir dabei den Pokédex füllen, helfen wir oben einer Professor Esche. Ach ja, wer sein Pokémon heilen möchte, bevor wir nach Javina kommen, braucht nichts weiter zu tun, als bei sich daheim vorbeizuschauen. Mit Fleuk an meiner Seite bin ich einfach nicht zu schlagen. Route 1. Wow. Diese Massen an Informationen. Wilde Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Also wenn du wilde Pokémon fangen oder gegen sie kämpfen möchtest, solltest du dich im hohen Gras begeben. Tipps für Trainer. Nur Mut spricht die Leute an, denen du unterwegs begegnest. Sie haben allesamt gewiss hilfreiche Hinweise für dich bereit. Hat dein Pokémon-Team noch ausreichend KP? Wenn KP deinem Pokémon unterwegs zu sehr abnehmen kann, kann es brenzlig werden. Daher habe ich das hier für dich. Bitte leg es in deine Medizintasche deines Beutels, ja? Oh, ein Trank. Wenn die KP deiner Pokémon abnehmen, verlieren sie auch ihre Kampfpunkte. Übertreiben es nicht und gönnen ihnen öfter mal eine Ruhepause. Ah, ich kann nichts versprechen. Oh Mann, ein Nagelotz. Los, Captain Iglo. Er kommt von weitem übers Meer und bringt uns unseren Seelachs her. Haha. Wieso ist Captain Iglo eigentlich erst Level 5? Hat er echt keine XP gewonnen bei dem Kampf gegen Shireen und Belle? Das begreife ich zwar jetzt nicht, aber okay. Oh yeah. Nagelotz, Späher. Sie sind von Natur aus vorsichtig und bewachen in Schichten ihren Bau. Hält niemand Wache, werden sie unruhig. Nö, kein Spitzname. Das kriegt nicht jeder einen Spitzname. Das wäre ein bisschen übertrieben. Route 1, sag das doch. Das muss man dumm doch mal verraten. Oh, ein Yorklef. Captain Iglo. Tackle. Oh nein, Tackle. Komm, Tackle! Ah, oh, Silberblick. Beutel. Pokéball. Pokéball los! Oh yeah.
Yoclef, Hund. Das lange Fell um sein Gesicht fungiert als Hightech-Radar, mit dem es feinsäuberlich seine Umgebung abtastet. Nein. Können wir vielleicht noch gegen irgendwen kämpfen, damit ich mal sehen kann, ob wir denn überhaupt XP kriegen? Das wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Und dieses Nagelotz eignet sich hervorragend für unser erstes Opfer. Mhm. Ah, doch noch nicht ganz. Schade. So, jetzt aber. Haha. Also ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht. Wir kriegen keine XP. Irgendwas stimmt hier nicht. Wieso kriegen wir denn keine XP? Hä? Also Jochen, wollen wir vergleichen, wer von uns mehr Pokémon bei sich hat? Also wenn wir keine XP kriegen, wird das Spiel ganz schön schwierig. Was? Drei Pokémon? Du bist ja unglaublich, da verschlägst du mir glatt die Sprache. Dir auch, was? Wenn du im Pokédex nachschaust, kannst du übrigens die Anzahl der bisher getroffenen und gefangenen Pokémon überprüfen. So, jetzt mache ich mich aber auf den Weg nach Javina, denn Professor Esche wartet bestimmt schon. Hallo? Tag auch, wie geht's, wie steht's? Ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr euch mit eurem Pokémon inzwischen recht gut versteht. Oh, hallo Professor! Ich bin hier gerade vor dem Pokémon Center von Javina. Kommt schnell, damit ich euch herumführen kann. In Ordnung, dann machen wir uns auf den Weg zum Pokémon Center. Sehr schön, dann bis gleich. Ja, tschüss. Ihr habt sie gehört, Freunde. Ich werde schnell mal vorgehen. Da muss ich mal gucken, was da nicht stimmt. Weil das kann ja nicht sein, dass wir keine XP kriegen. Also jetzt für Javina ist es noch egal. Die Stadt, in der die üppig wachsende Ranken ein Zeichen des Wohlstands ist. Schön. Ja, für Javina spielt das jetzt noch keine Rolle. Aber dann, im späteren Spielverlauf könnten Level-Ups doch recht hilfreich sein. Nanu, du in der Pokémon-Team, ihr seid euch irgendwie sehr ähnlich. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Meinst du, weil ich nicht aufleveln kann? Du bist echt gemein. Ein Pokémon. Ach, ich bin Heidi. Ich wäre auch gerne ein Pokémon-Trainer. Hallo Trainer, wie viele Pokébälle hast du bei dir? Solltest du nicht genügend besitzen, rate ich dir, besser welche im Laden des Pokécenters zu verkaufen, ja? Ich glaube, das ist eine Frau eigentlich. Hey, du, Kämpfe sind unerlässlich, um seine Pokémon zu trainieren. Doch wenn ihre KP sinken, solltest du sie schleunigst ins Pokécenter bringen, ja? Manche behaupten, Konflikte entstünden aufgrund unterschiedlicher Ansichten. Andere wiederum sind der Meinung, dass es gerade jene unterschiedlichen Ansichten seien, die es uns erlauben, unseren Horizont zu erweitern. Ich bin der Überzeugung, dass an beidem etwas wahr dran ist. Auch heute heiße ich Sie wieder einmal herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Astrologisches Allerlei. Welchem Sternzeichen widmen wir uns denn in der heutigen Sendung, Professor Astropov? Alle Zuseher da draußen an den Fernsehgeräten, die im November geboren sind, können sich freuen. Denn heute soll es bei uns um das Sternzeichen des Therapendra gehen. Sie sind immer mit Enthusiasmus bei der Sache und voll überzeugt von dem, was sie tun. Leute um sich herum können ihrem Elan nicht das Wasser reißen. Manchmal könnten sie jedoch ruhig versuchen, die Dinge noch ein wenig unverkrampfter anzugehen. Ich bin sicher, allen, die im Sternzeichen des Therapendra geboren sind, brennt noch die Frage unter den Nägeln, welches Item einen guten Glücksbringer für sie abgeben würde. Ganz klar, ich empfehle ein Schlohkraut. Die breite Wirksamkeit und das Gefühl von Reinheit, das es vermittelt, üben eine ungeahnte Faszination aus. Vielen Dank, Professor. Bis zur nächsten Ausgabe von unserem Astrologischen Allerlei. Wir haben gerade erst geheiratet, doch ich merke deutlich, dass Männer und Frauen völlig verschieden sind. Bei dem Pokémon entgegen habe ich Gefühl, dass sich Männchen und Weibchen nicht so sehr unterscheiden. Also ist das wirklich ein weiblicher Sprite. Na gut, dann für das nächste Mal. Ich muss noch irgendwie 5 Minuten totschlagen. Aber ich denke mal, das schaffe ich. Hallo Shireen.
Warte, Professor Esche nicht vor dem Pokécenter? Ich brauche nicht mitgehen. Das Pokémon-Center kenne ich nämlich wie meine Wissenschaft. Außerdem möchte ich selbstmöglich anfangen zu kämpfen, ja? Denn wie heißt es so schön? Übung macht den Meister. Und für Übung braucht man XP. Deswegen... Was ist denn das? Deswegen braucht man... Naja, vielleicht irgendeine Lösung für das Problem. Die Vorbereitungen sind noch nicht abgeschlossen. Im Augenblick Geduld bitte, ja? Jetzt bitte mal die Ohren. Wir haben den Leuten etwas Wichtiges zu sagen. Du musst dich aber noch ein klein wenig gedulden. Okay, ich hab Zeit. Wer an Stärke gewinnt, kommt voran. Wer vorankommt, gewinnt an Stärke. Das ist das Großartige am Abenteuer. Zu Füßen unseres Helden der Welt ist die Welt zu führen, wird ein Pokémon erscheinen, um ihm beizustehen. Dies ist eine Erzählung aus der Arenalregion. Jedes Pokémon kann gesund und stark werden. Sei es noch so schwach, es braucht nur ausreichend Zuneigung. Ja, und XP. Ich finde nicht gut, dass die sich ja alle über uns lustig machen. Diesen Pokémon besitze ich schon sehr lange, also sollte ich ihn dir vielleicht schenken, findest du nicht? Ja, natürlich. Ohne Pokémon kann man noch keine Pokémon fangen. Und wenn es verschiedenste Pokémon gibt, da musst du lernen, die richtig einzusetzen. Ja. Komm, lass uns eine Runde Feuerwasserpflanze spielen. Okay. Ich fange an. Auf die Pflanze, fertig, los. Wasser. Du setzt Wasser ein und ich Feuer. Feuer-Pokémon sind schwach gegen Wasser-Pokémon, also habe ich verloren. Okay. Aha, okay, das habe ich verstanden. Wenigstens das. Oma. Die Pokémon setzen sich stets mit leeren Leibeskräften für uns Menschen ein. Im Gegenzug lassen wir ihnen unsere Zuteilung zuteil werden. Diese gegenseitige Achtung ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Ja, das verstehst du? Lass mich, alten Mann, dir etwas sehr Nützliches verraten. Alpha Stunton, in deinem Team können bis zu 6 Pokémon gleichzeitig sein. Oh, das ist ja sehr nützlich. Hohoa. Auf Route 2 gibt es jede Menge Trainer, die gegeneinander antreten, um ihre Pokémon zu trainieren. Das weiß ich doch. Pokémon können sich nicht mehr als 4 Attacken gleichzeitig merken. Schön, dass sie das weiß. Unzählige Pokémon warten nur darauf, die endlich begegnen zu können, die Schwachen wie auch die Starken, die Imposanten wie auch die Niedlichen. Und du hast einen tollen Beutel, was alles hineinpasst. Du solltest dir einen großen Vortrag an Tränken zulegen. Oh, ein Fernseher. Hallo, ihr Lieben. Ich bin eure Ansagerin mit der Männerstimme. Auch in der heutigen Folge von Dein Pokémon und Du stellen wir wieder mal einen eurer wetteifernden Lieblinge vor. Heute richten wir uns so scheinwerferlicht auf einen Flampion namens Kars. Das liefert sich Pokémon-Kämpfe in einem der Bürogebäude in Stratos City. Sein Trainer ist ein Angestellter, der dort täglich seiner Arbeit nachgeht. Alle wichtigen Entscheidungen in der Firma werden dem Ausgang von Pokémon-Kämpfen überlassen. Kars darf sich bei Kämpfen also gar ja keine Blöße geben. Niederlagen würden sich schließlich ungünstig auf die Karriere des Trainers auswirken. Das war also Kars, ein tüchtiges Prachtexemplar von einem Flampion. Auch wenn es meinem Flampion freilich nicht das Wasser reichen kann. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn das wieder heißt, dein Pokémon und du. Also das ist mein Pokémon und ich, ne? Das ist, hat nichts mit euch zu tun, das ist nur mein Pokémon und ich. Und natürlich das Flampion Kars. Offensichtlich. Oh, 2 Pokébälle. Was für ein wunderbarer Ausblick und erst dieser schöne Klang. Im Nu sind alle Sorgen vergessen. Ich liebe diesen Ort einfach. Ach ja. Ist das hier nicht das Musikhaus? Ja, ist es. Darf ich dir mein Lieblingsstück vorspielen? Komm, hau in die Tasten. Fein, dann spitz die Ohren. Haben wir doch das Klavier im Hintergrund und jetzt noch Kollege mit dem Schlagzeug. Möchtest du mich trommeln hören? Komm, hau raus. So lang mein Herz im Takt noch schlägt, lass ich die Trommel ertönen. Aha. Oh yeah. Check it out. So Freunde, das wäre es für diese Folge gewesen. Ich verabschiede mich und wir sehen uns in der nächsten wieder und ich hoffe, dass ich rausfinden kann, woran das liegt, dass wir keine XP kriegen. Zur Not
Naja, muss ich das Spiel neu installieren. Aber ich denke mal, irgendwie schaffe ich das schon. So, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao.